Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine aus meiner Sicht besonders bemerkenswerte Rede von Björn Höcke, die ich in diesem Video voll wiedergebe. Ich wollte eigentlich den Anfang rausschneiden, aber da es sehr interessant ist, wie Björn Höcke in Nordrhein-Westfalen aufgenommen wird, wie die Stimmung so ist, habe ich auch den Anfang drin gelassen. Richtig anfangen tut die Rede aber erst nach 3 Minuten. Aufgenommen hat die Rede Kompakt TV. Ich leite den Spendenaufruf von Kompakt weiter, weil sie haben natürlich einige Kosten, in denen sie solche Veranstaltungen filmen. Überhaupt ist Kompakt positiv zu bewerben. Sie haben ein tolles Magazin, ein wirklich hervorragendes Magazin, das ich uneingeschränkt empfehlen kann. Es sind dort Sachen drin beschrieben, die man eigentlich sonst nirgendwo lesen kann. Im Mainstream ganz sicher nicht. Und es ist höchst professionell gemacht und aufbereitet. Jetzt im Folgenden die Rede. Danach gehe ich noch ein wenig auf die Rede ein und auf die Begleitumstände, dass Antifanten gegen Björn Höcke demonstriert haben und wie das Westfalenblatt darüber berichtet hat. Viel Spaß! Ich will etwas länger reden heute. Ich habe das dem Rüdiger eben schon angedroht, aber ich glaube, das wird auch erwartet. Es wird erwartet, dass ich eine grundsätzliche Analyse anfertige und dass ihr vielleicht auch ein paar Aussagen zum Zustand unserer Partei, der AfD, mache. Bevor ich aber in meine eigentliche Rede einsteige, möchte ich 3 Vorbemerkungen machen. Ich habe mir dazu 3 Stichworte aufgeschrieben. Das erste Stichwort lautet Nase, das zweite Landespolitiker und das dritte Hasenfüßigkeit. Nase, Landespolitiker und Hasenfüßigkeit. Nase. Ja, viele haben das gesehen am Wochenende. Ich habe ja auch das ein oder andere Interview gegeben und viele haben mich angeschrieben, was ist denn mit deiner Nase passiert? Nein, der Rüdiger und ich, wir haben uns nicht geprügelt. Ja? Das kann ich direkt mal ausräumen. Rüdiger war ja auch etwas verletzt am Rednerpult erschienen, aber du hast dich, glaube ich, nur geschnitten, ne, oder? Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Beim Rasieren, es gab auch kein warmes Wasser im Hotel. Ne? Du hast es offen getragen, ich habe es gepflastert. Genau, er hat gepflastert, ich habe das offen getragen, aber das wird jetzt nicht bewertet. Nein, kleiner Arbeitsunfall beim Holzmachen, mehr ist es nicht gewesen. Der Arzt hat es gut verklebt und es heilt schnell ab. Das zum Stichwort Nase. Dann zum Stichwort Landespolitiker. Das musste ich mir jetzt auch wiederholt anhören in den letzten Monaten und auch Wochen und auch Tagen. Der Höcke ist ja nur ein Landespolitiker. Genau. Nein, liebe Freunde, der Höcke ist nicht nur ein Landespolitiker, der Höcke ist aus vollem Herzen und mit großem Stolz ein Landespolitiker. Ich habe nämlich analysiert schon vor vielen Jahren, bevor ich mich in die Politik begeben habe, wie der Weg für eine bürgerlich-patriotische Kraft aussehen könnte. Und mir war immer klar, der Weg einer bürgerlich-patriotischen Kraft in Deutschland zur Macht geht nur über die Länder. Das ist der Weg des Erfolges und wahrscheinlich wird dieser erfolgreiche Schritt zuerst in einem Land auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gegangen werden können. Wir haben in Thüringen im Frühjahr Großartiges geleistet. Wir haben als Fraktion eine Geschlossenheit gezeigt und auch ein taktisches Meisterstück aufgeführt, das dem Establishment die Schweißperlen auf die Stirn gezaubert hat, liebe Freunde. Wir haben dort zumindest kurzzeitig den Kryptokommunisten Bodo Ramelow abgewählt und haben einen Coup gesetzt. Und das Establishment musste sich ehrlich machen durch diesen Coup. Und die Kanzlerin musste diese Wahl, eine demokratische Wahl, rückgängig machen. Wir haben das Establishment zur Kenntlichkeit entstellt. Und das war ein großer Erfolg für die AfD, nicht nur in Thüringen, sondern in Gesamtdeutschland. Und jetzt die Tage schauen wir natürlich mit viel Aufmerksamkeit nach Sachsen-Anhalt. An der Stelle begrüße ich meinen Freund Oliver Kirchner ganz herzlich, Fraktionsvorsitzender im Landtag von Sachsen-Anhalt. Dort treiben wir gerade als AfD den Herrn Haselhoff und den Herrn Stahlknecht, also die CDU, vor uns her. Wir haben sie mit unserem Grundfunkkonzept,
das gegen die GEZ und gegen die Regierungsmedien, die zwangsfinanzierten Regierungsmedien geschrieben worden ist, in eine schlimme Situation gebracht politisch, so möchte ich das mal artikulieren. Sie stehen unter einem großen Druck und dieser Druck entlädt sich gerade in einer für uns sehr interessanten Art und Weise und wir können uns das jetzt mal in Ruhe anschauen, was daraus wird aus diesem Gärungsprozess, den wir initiiert haben. Das heißt, in Sachsen-Anhalt zeigen wir gerade, wie es geht. Nicht die AfD muss koalitionsfähig werden. Wir müssen die CDU vor uns hertreiben. Die CDU muss sich an die AfD anpassen. Liebe Freunde. Und wo diese Sollbruchstelle im morschen Gebälk der Merkel-Union zuerst auftritt, ist mir als gesamtdeutsch denkender patriotischer Politiker relativ egal. Ich weiß, dass der Westen mehr Stimmen hat bei einer Bundestagswahl, aber ich weiß auch, wie Politik funktioniert. Politik funktioniert über Symbole, funktioniert über Ereignisse, die große Entwicklungen katalysieren. Und das kann ein kleiner Landesverband sein, in dem ein politischer Tabubruch im guten Sinne stattfindet, den wir angelegt haben, der dann das Ganze in Bewegung bringt, das gesamte Parteiengefüge durcheinanderwirbelt und ganz neue Konstellationen entstehen lässt, der Tabus auf einmal brechen hilft und der uns die Tür aufstößt und aufschlägt zu einer Zukunft. Ja, und da wollen wir natürlich hin, zu einer Zukunft, an denen wir natürlich auch in Regierungsverantwortung Macht in den Händen halten und dieses Land gestalten können. Und selbstverständlich hat Rüdiger Lukassen recht. Die Wahlen werden im Westen noch gewonnen und darauf müssen wir und wollen wir auch Rücksicht nehmen. Die Stimme des Ostens ist eine andere als die Stimme des Westens und wir haben, glaube ich, alle in der AfD, egal wo wir unseren Dienst fürs Land tun, dafür Verständnis und wollen das auch so leben. Und das letzte Stichwort als Vorbemerkung, Hasenfüßigkeit. Ja, Hasenfüßigkeit. Da habe ich auf dem letzten Bundesparteitag mal keine Rede gehalten. Ich hätte den Machtkampf mit Meuthen gescheut. Das sei hasenfüßig gewesen. Ich will doch gar keinen Machtkampf mit Meuthen vom Zaune brechen. Das liegt doch gar nicht in meinem Interesse. Und ich möchte das an der Stelle auch mal sehr deutlich betonen. Wenn Frauke Petry in Köln nicht den Zukunftsantrag eingebracht hätte und damit letztlich die Spaltung der Partei zumindest andiskutiert hat, dann wäre sie heute noch Bundesvorsitzende und ich würde ihr treu dienen. Ich habe beim Bundesparteitag in dieser erhitzten Situation nicht geredet, weil die Situation vielleicht dann noch weiter eskaliert wäre. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, mit einer Minute Redezeit brauche ich gar nicht ans Mikrofon zu treten. Denn das, was dort, ja, es ist so, denn das, was dort artikuliert worden ist von einem unserer Bundessprecher, das schreit nach einer deutlichen Replik und diese Replik werde ich heute und hier geben, liebe Freunde. Ja, das Erlebnis von Kalka, das hängt uns sicherlich noch fast allen in den Knochen. Mir hängt es jedenfalls immer noch in den Knochen, aber mittlerweile bin ich auch schon wieder ein bisschen runtergekühlt. Sine ira sed cum studio, sagt man ja so schön. Also ohne Zorn, aber mit Bemühen soll man formulieren. Und ich hoffe, dass ich das in meiner Rede auch tun werde, beziehungsweise auch im Erstellen meines Manuskriptes getan habe. Wir befinden uns zwar in einem super Wahlkampfjahr 2021, aber wir befinden uns noch nicht im Wahlkampf. Und im Wahlkampf würde ich selbstverständlich nur eine Rede halten, die unsere zentralen Botschaften nach außen ins Volk transportiert. Aber an dieser Stelle und in dieser Situation und weil wir uns nicht in einem Wahlkampf befinden, möchte ich heute eine Rede halten, die einige Aspekte in unsere Partei hinein artikuliert. Der 11. Bundesparteitag liegt hinter uns. Drei positive Aspekte darf man herausstellen. Erstens, die gebrauchten Parteien haben im vorauseilenden Gehorsam ihre Parteitage abgesagt. Wir hingegen haben zwei Tage diskutiert, wir haben zwei Tage verhandelt und das auch unter den Auflagen, die ich als stellenweise schikanös bezeichnen möchte, maskiert, wenn man so will.
Was für ein starkes Zeichen für demokratische Prinzipien in unserer Partei war das, liebe Freunde. Zweitens, 3 Jahre lang haben wir in der Partei und ihren Gremien um eine Positionierung im so bedeutsamen Bereich der Sozialpolitik gerungen. Ja, hinter verschlossenen Türen ging es auch mal hoch und heiß her. Es gab auch den einen oder anderen Konflikt, aber wie gesagt, hinter geschlossenen Türen. Und da darf es durchaus auch mal rascheln. Dafür sind wir noch eine junge und lebendige Partei. Das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Und trotzdem ist dann der Leitantrag, und Rüdiger hat schon darauf hingewiesen, mit fast 90-prozentiger Zustimmung vom Parteitag in Kalka verabschiedet worden. Das, liebe Freunde, ist doch ein großartiges Zeichen für Konsens und Kompromissfähigkeit in unserer Partei. Und drittens und letztens, der Leitantrag enthält eine klare Botschaft. Wir sind eben keine Klientelpartei, wir sind eine Volkspartei mit einem konservativen, einem freiheitlichen und einem sozialen Profil. Wir stehen weder für einen kalten Neoliberalismus, noch stehen wir für einen sozialistischen Kollektivismus. Wir stehen für eine solidarische Leistungsgesellschaft. Diese drei Ausrufezeichen, diese drei guten und starken Ausrufezeichen sind in Kalka von 540 Delegierten gesetzt worden und darauf können wir stolz sein, aber leider sind diese Ausrufezeichen draußen in der Öffentlichkeit kaum vernommen worden, weil einer unserer Bundessprecher eine öffentliche Rede hielt, die wohl einzigartig in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland sein durfte. Sie zielte nämlich nicht auf den politischen Gegner außerhalb der Partei, wie sich das für die Lage der Partei und wie sich das für eine Einstimmung auf das Superwahlkampfjahr 2021 gehört hätte, sondern sie stürzte sich auf nicht genehme Teile in der eigenen Partei. Liebe Freunde, wir als Parteimitglieder dürfen angesichts der pausenlosen Angriffe und Diffamierung seitens der etablierten Kräfte und angesichts des von mir jetzt schon zweimal erwähnten Superwahlkampfjahr 2021 von unserem Bundessprecher etwas anderes erwarten. Nämlich, dass unsere Reihen geschlossen werden und dass Merkel, Spahn, Söder und Co., die Deutschlandabschaffer, die Zerstörungspolitiker des Establishments, eine Breitseite nach der anderen bekommen. Das wäre der Auftrag gewesen. Meine Erwartung und nicht nur meine, wie zahlreiche Rückmeldungen, die mich erreichten, anzeigen, sind jedenfalls bitter enttäuscht worden. Ich sage das hier in aller Deutlichkeit, was unsere Partei braucht, ist nicht der Applaus von denen, die uns aufs Schärfste bekämpfen, ja, die uns hassen. Was unsere Partei nicht braucht, das ist der erhobene Zeigefinger eines Bundessprechers. Was wir brauchen, ist Selbstbewusstsein, ist der Mut zum Widerstand und ist der Mut zur schonungslosen Analyse der Lage. Liebe Freunde, wenn ich von der politischen Lage spreche, dann denke ich nicht nur an die zahlreichen Verfallssymptome, die wir, wenn wir mit offenen Augen durch dieses Land gehen, allerorten sehen können, sondern vor allen Dingen auch an die geistige Auszehrung unseres Landes. Und als ich am Freitagabend auf das Gelände des ehemaligen Atomkraftwerkes in Kalka fuhr, wurde mir das nochmal ganz deutlich und sehr bewusst. Der schnelle Brüter wurde 1985 fertiggestellt, ging aber niemals ans Netz. Er gilt als die teuerste Investitionsruine Deutschlands. Egal, wie man jetzt zur Kernenergie steht, da gibt es sicherlich viel für und viel dawider. Aber Fakt ist, das Werk in Kalka war ein Produkt deutscher Ingenieurskunst. Heute ist es ein Vergnügungspark und das hat Symbolcharakter. Die einstige Wissenschafts- und Technologienation ist zu einer Spaßgesellschaft degeneriert. Wiederholt ging mir dann während des Parteitages, vor allen Dingen während der Rede unseres Bundessprechers, dieser Eindruck durch den Kopf.
als in der erwähnten Rede missbilligend von einer Rückwärtsgewandtheit und auch etwas despektierlich von den Bismarck-Verehrern in der eigenen Partei gesprochen wurde. Das ist ja auch ein beliebter Vorwurf des politisch-medialen Establishments in diesem Lande gegenüber unserer Partei. Sie sei rückwärtsgewandt, ewig gestrig, wolle überholte gesellschaftliche Zustände wiederherstellen und so weiter und so fort. Wir kennen alle diesen Sermon. Wir wissen, dass er falsch ist. Er sollte an uns abperlen. Diesen Vorwürfen liegt darüber hinaus ein großes Missverständnis zugrunde. Bismarck zum Beispiel war ein großer, weitblickender Modernisierer und schuf mit dem konstruktiven Rahmen des Nationalstaates die Basis für die deutsche Spitzenstellung in der Welt in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Wissenschaft und Technologie. Auch aus diesem Grunde halte ich Bismarck nach wie vor für einen bedeutenden, wenn nicht den bedeutendsten Staatsmann der deutschen Geschichte. Von dieser Substanz, liebe Freunde, zerrte die Bundesrepublik noch 100 Jahre später, bevor sie von dem erfolgreichen deutschen Traditionsweg abbog und in die globalistische Sackgasse einbog. Hier finden wir eine der wesentlichen Ursachen unserer heutigen Krise, die mit der eingangs erwähnten geistigen Auszehrung einhergeht. Wer seine Eigenständigkeit und seine eigene produktive Basis in Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch in Politik und Kultur verliert, ist über kurz oder lang zu keiner schöpferischen Leistung mehr fähig. Man zehrt dann noch eine Weile aus den Reserven, lebt sozusagen aus der Substanz, aber der Niedergang ist nicht mehr aufzuhalten. Wer seine nationalen Traditionen zuschüttet, der verspielt seine Zukunft. Und wenn wir in dieser Situation der geplanten, in Anführungszeichen, Desorientierung eine Rückbesinnung auf historische Bestände und Vorbilder anmahnen, dann ist das eben keine Rückwärtsgewandtheit und das ist auch keine überkommene romantische Nostalgie. Wir wollen damit lediglich darauf aufmerksam machen, dass wir uns wieder auf unsere Stärken und unsere Begabung besinnen müssen, wenn wir die gefährliche, ja existenzbedrohliche Paralyse unseres Volkes überwinden wollen. Zurück zu den Wurzeln heißt deshalb das Gebot der Stunde. Liebe Freunde, gegen die notwendige Rückkehr zu unseren Wurzeln, zu unseren bewährten Methoden, Ideen, Prinzipien, ja zu uns selbst, stellt sich die Entnationalisierungsstrategie der Globalisten. Sie, die ich jetzt mal etwas pauschal mit dem Begriff der Globalisten tituliere, sie wollen keine souveränen Völker und Nationen als eigenständige Subjekte, die nach ihrer Fasson selig werden können, sondern sie wollen eine globale Einheitszivilisation mit allerhöchstens noch etwas ethnokultureller Folklore als Beiwerk. Entnationalisierung gab es für uns Deutsche schon nach dem Zweiten Weltkrieg, das wissen wir. Das war allerdings eine klassische Bändigungsstrategie, wie sie von Siegermächten nach gewonnenen Kriegen immer wieder angewandt worden ist. In der Gegenwart wird diese aber überlagert. Überlagert vom Motiv der Globalisten, die zur Entmachtung aller souveränen Staaten, nicht nur Deutschlands, schreiten. Die Völker des Westens sitzen deshalb alle im selben Boot. Die globalistische Strategie setzt auf drei zentrale Mittel. Erstens, man implementiert international orientierte Eliten sozusagen als Dienstklassen in allen Bereichen des Gemeinwesens. Leitmedien werden unterwandert. Ist eigentlich der Spiegel da? Draußen ist der Spiegel. Ja, der Spiegel ist so ein Fall von Einflussnahme. Das wisst ihr ja sicherlich alle, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung dem Spiegel für seine journalistische Arbeit, so hörte ich jedenfalls, 2,5 Millionen Euro gespendet hat. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Welche Politik dann dieses Leitmedium unterstützt, ist auch relativ klar. Also, die Leitmedien werden unterwandert und als neue Dienstklassen etabliert. Genauso ist es mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Gewerkschaften, den Amtskirchen, den Universitäten bis hin zu den Parteioligarchien samt des
von ihnen okkupierten Staatsapparates. Und das bedeutet auch, dass der sogenannte Verfassungsschutz dazugehört. Auf diese besondere Behörde komme ich gleich noch zu sprechen. Zweitens, man fördert die Einbindung, also die Globalisten fördern die Einbindung, man könnte auch Fesselung sagen, in und durch supranationale Organisationen wie WHO, IWF, Weltbank und so weiter. Diese angeblich unabhängigen Organisationen sind wie eine globale Herrschaftskrake, die sich als riesiges Netz über die ehemals souveränen Nationalstaaten legt. Auch die Globalisierungsagentur EU gehört zu dieser Globalisierungskrake. Mit Europa hat die EU, das wissen wir alle, wenig zu tun und nicht ohne. Nicht ohne Grund tummeln sich in ihren Führungsetagen die enthemmtesten und fanatischsten Globalisierungs- und Migrationsfanatiker. Drittens und letztens, Mann, also die Globalisten, Mann multikulturalisiert nationale Territorien mittels Massenmigration und befördert Hedonisierung und Wohlstandsdekadenz. Entheimatung, Bildungsverfall und Geschichtslosigkeit sind die Folgen. Aus selbstbestimmten Völkern werden so desorientierte, leicht manipulierbare und gängelbare Bevölkerungsmassen gemacht. Soweit die drei wichtigsten Mittel der sogenannten Globalisten. Nahziel dieses gesteuerten Prozesses ist die vollständige Entmachtung der Nationalstaaten, die Zerbröselung aller gewachsenen Gemeinschaften, von den Familien bis zu den Völkern, das Ersetzen traditioneller Werte durch einen beliebig auslegbaren Menschenrechtsuniversalismus und der weltweit freie Verkehr von Kapital, Waren und Menschen. Fernziel ist die permanente Verflüssigung aller Strukturen und damit die Unangreifbarkeit der Herrschaft einer kosmopolitischen globalen Elite. So ist das! Gegen diese globale Elite, jetzt mache ich einen kleinen Abstecher, ist Donald Trump vor 4 Jahren in den Kampf gezogen. Und er tat das in der Höhle des Löwen. Denn die USA mit ihrer Plutokratie sind bis heute ohne Zweifel Schild und Schwert der Globalisten in allen Herren Ländern. Statt nun aber dem Mut, dem Freiheitswillen dieses Mannes, Donald Trumps, Respekt zu zollen, fielen unsere Regierungsmedien über ihn her und stellten ihn als gemeingefährlichen Clown dar, der die gesamte Welt mit seinen politischen Amokläufen bedrohen würde. Nichts ist falscher als das, liebe Freunde. Die einzigen, die ja Amok liefen, waren unsere verschreckten Medienschranzen. Und das Einzige, was bedroht wurde, war mit Sicherheit nicht der Weltfrieden. Trump ist einer der friedliebendsten Präsidenten der Geschichte der Vereinigten Staaten, liebe Freunde. Das Einzige, was hier bedroht war, das war die Macht der Globalisten und der Kriegstreiber. Donald Trump ist sicherlich ein besonderer Typ. Ich will das mal so einordnen, mit gewissen Ausfällen. Ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen will ich mir da auch kein abschließendes Urteil erlauben. Aber klar ist für uns und für mich, in diesem Kampf der Nationalstaatsfreunde gegen die Globalisten steht Trump auf der Seite der Nationalstaatsfreunde. Und deswegen stehen wir an seiner Seite. In Westeuropa hat sich Widerstand gebildet gegen die globalistische Krake. Sogenannte populistische Bewegungen sind entstanden, sogenannte populistische Parteien wie unsere AfD sind entstanden. Eine neue bunte Bürgeropposition formiert sich gerade. In Deutschland reicht diese Widerstandsbewegung von der Pegida über die AfD bis zu den Querdenkern. Ja, manches trennt uns auch, aber uns vereint Entscheidendes. Nämlich unsere Freiheitsliebe und unser Protest gegen abgehobene, volksferne Eliten. Ich bin Parlamentarier
Und wir arbeiten als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag jetzt schon seit über 6 Jahren sachlich und konstruktiv zum Wohl unserer Thüringer Bürger. Das Parlament ist aber nicht der einzige Ort für politische Arbeit. Mindestens genauso wichtig ist die demokratische Straßenkultur. Und deswegen habe ich immer von Beginn an, und ich bin Gründungsmitglied der AfD Thüringen, bin der dienstälteste Landes- und Fraktionsvorsitzende unserer Partei, ich habe von Beginn an und immer wieder darauf hingewiesen, dass wir im Bewusstsein nicht nur Parlamentspartei sein dürfen, sondern immer auch Bewegungspartei sein müssen. Und das müssen wir sein, das müssen wir bleiben. Das schließt sich nicht aus, im Gegensatz, im Gegenteil, das ergänzt sich wunderbar, wie wir gerade im Osten, denke ich, seit 2015, wo wir regelmäßig auf der Straße sind, immer wieder zeigen können. Und ich glaube auch, dass der Zuspruch im Osten wesentlich auch auf unsere Erkennbarkeit und Sichtbarkeit auf der Straße zurückzuführen ist. Damit durchbrechen wir die einseitige Darstellung unserer Parteien, unserer Ziele durch die Regierungsmedien, und das tut Not. Es wäre also weltfremd anzunehmen, liebe Freunde, zur Straßenkultur will ich das noch kurz ergänzen, dass sich der Unmut der Bürger, und sie haben allen Grund, Unmut zu haben, immer nur in feiner Wortwahl und Nachdenklichkeit Luft machen würde. Das ist natürlich nicht so, aber wenn ich mir manchmal die Kultur in unseren Parlamenten anschaue, da geht es ja auch manchmal sehr hoch her. Und was ich auch berichten kann, und die meisten Parlamentarier der AfD, die vielleicht heute auch noch im Raum sind, die können das sicherlich auch so bestätigen, die Manierenlosigkeit uns gegenüber. Gerade der Bunten, der Multikulturalisten, da sind ja fast alle mittlerweile, der linksgrünen, was weiß ich, regenbogenfarbenen Fraktion, auch die CDU ist teilweise ja von diesem Virus befallen, was da an Unverschämtheiten und an Manierenlosigkeit uns gegenüber praktiziert wird, das spottet jeder Beschreibung Hohn, liebe Freunde. Das muss man auch mal deutlich artikulieren. Also, Straße ist gar nicht so viel dreckiger als Parlament, um das jetzt mal etwas deutlicher auszudrücken. Ja, von den Manieren und von der Stilistik ist es tatsächlich so. Ja. Aber Straße ist natürlich trotzdem wilder, ist robuster. Aber das muss man auch in Kauf nehmen. Und solange der Protest grundsätzlich friedlich ist und solange er grundsätzlich gesetzeskonform ist, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Die Straße ist eben kein Opernball, liebe Freunde. Außerdem, ich gucke auch aus anderen Gründen mit Interesse auf die Bürgerbewegung, die schon vor Jahren entstanden sind und die jetzt gerade im Entstehen begriffen sind. Da gibt es natürlich auch viel Merkwürdiges und Groteskes. Die Motivlage der Menschen, die jetzt protestieren, auch im Westen, die ist ja ganz unterschiedlich. Aber da ist auch viel Witz dabei, da ist auch viel Esprit dabei, da ist auch viel Intelligenz und Kreativität dabei. Und da können wir uns als Partei durchaus auch manche Scheibe von abschneiden und davon lernen. Was ich besonders gut finde, auch an der Querdenkenbewegung, ist, dass im Westteil unseres Landes, und Rüdiger hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir noch zwei unterschiedliche Mentalitäten haben, dass es den Querdenkern gelungen ist, Bevölkerungsgruppen an die demokratische Straßenkultur heranzuführen, die bisher damit wenig zu tun hatten und das vielleicht sogar etwas als schmuddelig empfunden haben und sich ferngehalten haben. Das ist ein großes Verdienst der Querdenkenbewegung. Und dazu kann man Querdenken eigentlich nur gratulieren, und das tue ich hiermit. Ich erkläre mich jedenfalls solidarisch mit den friedlichen und gesetzestreuen Bürgerprotesten gegen eine abgehobene politische Elite. Und sie stellen, wenn wir an sie andocken, auch ein großes neues Wählerklientel für uns dar. Das sollten wir nicht vergessen. Liebe Freunde, unser kometenhafter Aufstieg als parteipolitische Alternative kam für das Establishment überraschend. Ich hatte 2013 das Gefühl, dass uns dieser grandiose Erfolg auch gelungen ist, weil wir irgendwie unter dem Radar geblieben waren. Man nahm uns nicht so richtig ernst. Auf einmal waren wir da. Das war ein Kairos, wie man das sagt als Historiker. Ein Moment der Geschichte, der wurde genutzt. Und darauf können wir ja mit Stolz zurückblicken. Aber nach der kurzen Schockstarre ist das Establishment jetzt eindeutig und für uns alle spürbar in der Gegenoffensive. Sie haben alle verfügbaren Kräfte mobilisiert und der Bürgeropposition, zu der wir auch als AfD gehören,
den Krieg erklärt. Und ich drücke mich hier sehr deutlich aus, den Krieg erklärt. Ja, für das Establishment herrscht anscheinend Kriegszustand. Das ist jedenfalls ablesbar aus der Rhetorik, die die Vertreter des Establishments verwenden. Man spricht unablässig von der Wehrhaftigkeit der Demokratie. Unablässig wird zum Kampf gegen Rassisten, Menschenfeinde, Islamhasser, Rechte, Corona-Leugner, Alu-Träger und so weiter und so fort, was es noch alles so gibt, geblasen. Ja, wir hatten immer geglaubt, und ich hatte das auch geglaubt, als ich 2013 meinen Lehrerberuf an den Nagel hing und in die Politik ging. Wir hatten immer geglaubt, dass Demokratie vor allen Dingen freier Meinungsstreit ist und friedlicher Wettbewerb um die besten Lösungen. Auch ich war da ein wenig blauäugig, zu Beginn jedenfalls. Und vor allen Dingen auch ein Grundrecht auf Opposition zur herrschenden Politik. Nach diesem Maßstab, den ich gerade formuliert habe, können wir in Deutschland heute nicht mehr von einer funktionierenden Demokratie sprechen. Die legitime wie legale Opposition gegen das Establishment, ob sie nun parlamentarisch organisiert ist oder auf der Straße, ist massiven Repressionen ausgesetzt. Diffamierung, Ausgrenzung, Drohung und Gewalt sind an der Tagesordnung, und als besonders wirkungsvolles Repressionsinstrument wird die Verfassungsschutzkeule eingesetzt. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass bei diesem Trommelfeuer der ein oder andere Mitstreiter die Nerven verliert, sich nach ruhigerem Fahrwasser sehnt oder sich einfach sein verloren gegangenes bürgerliches Leben zurückwünscht. Aber dieser Wunsch wird wahrscheinlich für uns alle, die wir uns in den Ring geworfen haben, nicht in Erfüllung gehen. Aber ich möchte eigentlich dieses Mimimi, das zumindest stellenweise zu vernehmen ist, nicht unterstützen. Und ich würde niemals diese Hoffnung nähren wollen, dass es nochmal Normalität gibt in eurem politischen Leben. Wir haben keinen Kurzstreckenlauf zu absolvieren, sondern wir sind auf einem Marathonlauf unterwegs. Und ich kann euch nicht sagen, wie lange dieser noch dauert und auf welchem Streckenabschnitt wir uns gerade befinden. Wir müssen, und das ist, glaube ich, tatsächlich so, einfach akzeptieren, dass wir als Opposition maximalem Druck ausgesetzt sind und dass wir bereit sein müssen, diesem Druck standzuhalten. Wir müssen jetzt, liebe Freunde, einfach kühlen Kopf bewahren. Wir dürfen uns nicht demoralisieren lassen angesichts der pausenlosen, unfairen Attacken des politischen Gegners. Es geht, und das möchte ich betonen, schließlich nicht nur um ein paar Steuerfragen. Es geht um die Existenz unseres Volkes. Es geht um eine freie und selbstbestimmte Zukunft für unsere Kinder. Und nichts weniger. Und angesichts des ausgerufenen Kampfes des politmedialen Establishments gegen die Bürgeropposition, es ist einfach naiv zu glauben, dass man mit irgendwelchen Zugeständnissen Akzeptanz und Milde erzeugen könnte. Es wird keine Akzeptanz und Milde geben. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch den Beschluss des Bundesvorstandes zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der den Parteitagsdelegierten nachts um 2.30 Uhr zugestellt worden ist, mehr als kritisch. Ich habe ihn nicht um 2.30 Uhr gelesen, versteht mich nicht falsch, da habe ich geschlafen. Aber das Faktum, dass ein Bundesvorstand sich genötigt sieht, der Bundesvorstand der führenden Oppositionspartei, der eigentlich nach dieser grandiosen historischen Erfolgsgeschichte mit breiter Brust stehen müsste, sich genötigt fühlt, vom Freitag auf den Samstag in der Nacht den Parteitagsdelegierten noch eine Handlungsempfehlung mitzugeben, wie gesagt, einen Beschluss zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das zeigt mir tatsächlich viel zu wenig Mut. Das zeigt mir tatsächlich eher fehlende Souveränität. Ja, ich dachte sofort, an das Kaninchen, das mit bummerndem Herzchen vor der Schlange sitzt. So ist es mir gegangen. Ein weiteres ängstliches Bekenntnis zur Grundordnung unseres Staates war das.
Ein regelrechter, und das muss man auch gewahren, ein regelrechter Bekenntniszwang springt uns aus den Zeilen des Bundesvorstandes an. Ständig muss man in unserem Land irgendetwas bekennen. Ist euch das bewusst? Ständig müssen wir irgendwas bekennen. Jeder Kindergarten, jeder Sportverein und jede Häkelgruppe, alle müssen sich bekennen. Natürlich zur Buntheit und Weltoffenheit und gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so fort, liebe Freunde. Es ist aber... Sich aber ständig bekennen zu müssen, ist ein Zeichen von Unfreiheit, ja, ist sogar ein Merkmal von Diktatur. Bekenntniszwang hat in einer Demokratie nichts zu suchen und den Mut, das zu artikulieren, immer wieder, auch in jeder Pressekonferenz. Das verlange ich von unserem Bundesvorstand. Das verlange ich von jedem führenden Funktionär dieser Partei. Ich habe mich mit, logischerweise, da ich in Thüringen unterwegs bin, mit vielen Menschen unterhalten, die die DDR selbst noch erlebt haben. Die berichten mir genau von diesem Bekenntniszwang. Ein Zeichen, ein Merkmal von Diktatur. Da müssen wir drüberstehen, liebe Freunde. Wir als AfD brauchen nicht gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass wir zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wir leben sie jeden Tag. Mit den Zeilen des Bundesvorstandes nachts um 2.30 Uhr an die Delegierten abgeschickt, sollte wahrscheinlich der sogenannte Verfassungsschutz beruhigt werden. Er ist ja auch tatsächlich eine der wirkungsvollsten Waffen im Arsenal des politischen Establishments. Aber da frage ich mich, glaubt der Bundesvorstand wirklich, diese Behörde, der sogenannte Verfassungsschutz, der wüsste nicht, dass wir als AfD völlig rechtsstaatskonform unterwegs sind? Glaubt ihr wirklich, lieber Bundesvorstand, die wüssten nicht, dass wir eine legitime und legale parteipolitische Opposition im Rahmen des Grundgesetzes sind? Doch, das wissen die ganz genau, liebe Freunde. Der Umgang unserer Partei mit dem Verfassungsschutz entscheidet über die Zukunft dieser Partei. Und wer sich mal über den Verfassungsschutz etwas belesen möchte und genauer informieren möchte, dem empfehle ich an dieser Stelle das hervorragende, vor kurzem erschienene Büchlein von Josef Schüsselburner mit dem Titel »Scheitert die AfD«. Das ist die Geschichte dieses sogenannten Verfassungsschutzes wunderbar entfaltet und es wird auch deutlich gemacht, wie man mit diesem Verfassungsschutz umzugehen hat. Wir müssen hier konstatieren und viele Parteifreunde sind wie ich davon überzeugt, dass eine Passivstrategie, eine Defensivstrategie, wie sie im Augenblick der Bundesvorstand gegenüber dieser missbrauchten Behörde fährt, grundfalsch ist. Damit haben wir der Salamitaktik des Establishments Tür und Tor geöffnet und sie wirkt schon, diese Salamitaktik. Was wir als AfD brauchen, das ist ein selbstbewusster Bundesvorstand und eine Offensivstrategie gegen den sogenannten Verfassungsschutz. Ich habe direkt nach dem Parteitag in Kalka, also Anfang der Woche, mit einem bekannten Schweizer Journalisten telefoniert. Wir kamen in diesem Telefonat auch zum Thema Verfassungsschutz ins Gespräch. Und er sagte mir wörtlich, dass es in der Schweiz absolut undenkbar wäre, dass eine Regierungsbehörde die Opposition mit geheimdienstlichen Mitteln beobachten und zersetzen würde. Das ist absolut undenkbar. Das ist ein Zustand, der ist in jeder funktionierenden Demokratie undenkbar. Aber in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2021, da ist er denkbar. Hier bei uns wird er praktiziert, und zwar schon seit Jahrzehnten. Der Missbrauch dieser Behörde zum Zweck der Oppositionsbekämpfung auf Bundes- und Landesebene ist offenkundig. In Thüringen habe ich ein besonders interessantes Exemplar von Präsident eines Landesverfassungsschutzamtes. Das ist der Herr Stefan Kramer. Stefan Kramer ist, wen wundert es, muss man fast sagen, nicht nur Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, sondern er ist zugleich Mitglied in der Amadeo-Antonio-Stiftung, die von der ehemaligen Stasi-Informantin Annette Kahaner geleitet wird. Diese Stiftung erhält Staatsgeld für ihren in jeder Hinsicht parteiischen Kampf gegen
rechts. In Bremen beurteilte der Verfassungsschutz die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Schon interessant, wofür sich ein Bremer Amt so alles zuständig zeigt. Im Landesverfassungsschutzbericht Bremen steht, ich zitiere mal, gegen die Sitten und die Praxis der Rhetorik. Wenngleich der mit den Stimmen der AfD gewählte Kämmerich bereits einen Tag später seinen Rücktritt als Ministerpräsident erklärte, so ist die Wahl ein Beispiel für den Erfolg der Rechtsextremisten innerhalb der AfD. Dass die AfD ihrem eigentlichen Kandidaten die Stimmen in der Wahl versagte und den Kandidaten einer anderen Partei zum Ministerpräsidenten machte, verdeutlicht ihre Verachtung gegenüber der Demokratie. Zitat Ende. Ja, soll man jetzt lachen oder soll man weinen? Das ist mittlerweile in Teilen zumindest eine Antifa-Behörde, dieser sogenannte Verfassung. Man muss es mal sehr deutlich sagen. Also wir Thüringer Abgeordneten, die 100% verfassungstreu und gemäß der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages diese Wahl durchgeführt haben und keiner zweifelt daran, dass sie formal korrekt war, wir werden als Rechtsextremisten oder als Demokratieverachter tituliert und die Dame, die zum Telefonhörer griff, die unsägliche Kanzlerin, ja, die diese demokratische Wahl rückgängig gemacht hat, die wird mit keinem Wort erwähnt. Dieses Land steht wirklich Kopf und es wird Zeit, es wieder auf die Füße zu stellen. Betone nochmal, in keiner westlichen Demokratie gibt es wie in Deutschland Verfassungsschutzberichte, die veröffentlicht werden, auch um die Wahlchancen der Opposition zu minimieren, indem man sie stigmatisiert. Und in keiner westlichen Demokratie, liebe Freunde, gibt es Verfassungsschutzpräsidenten, die zur besten Sendezeit oder in Leitmedien wenige Tage vor wichtigen Wahlen Interviews geben, die offensichtlich nur den Zweck haben, die einzige Oppositionspartei mies und lächerlich zu machen und in die Schmuddelecke zu rücken. Das gibt es nirgendwo anders in einer westlichen Demokratie. Dieser Geheimdienst, dieser sogenannte Verfassungsschutz, und da kann man mal in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gucken, war schon immer ein Konkurrenzschutz und hat legitime und legale Opposition auch mit geheimdienstlichen Mitteln, das heißt letztlich mit Mitteln des Krieges, so muss man das einordnen, von innen heraus zerstört. Dieser Verfassungsschutz, liebe Freunde, ist in meinen Augen nicht mit dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Dieser Verfassungsschutz ist so verfassungsfeindlich, dass er eigentlich selbst beobachtet werden müsste. Wir dürfen uns als Partei nicht den Forderungen dieser Behörde unterwerfen. Das ist eine meiner zentralen Forderungen, die ich heute Abend hier aufstelle. Liebe Freunde, wir sind in stürmischen Zeiten unterwegs, das wissen wir. Denken wir uns die AfD als Boot, dann haben wir die Wahl, setzen wir die Segel, dann kommen wir schneller ans Ziel. Aber die Segel könnten auch zerreißen. Holen wir die Segel ein, dann schonen wir die Segel, aber wir kommen vielleicht vom Kurs ab. Natürlich müssen wir flexibel bleiben und situationsadäquat reagieren. Aber drei grundsätzliche Verhaltensweisen müssen wir annehmen. Erstens, wir brauchen eine absolute Illusionslosigkeit. Der neutrale Staat ist in großen Teilen von den Kartellparteien okkupiert worden. Das gilt auch für das Heilige Bundesverfassungsgericht, das immer mehr ideologisch besetzt wird, wie wir wissen. Wie man als Bundesvorstand unserer Partei auf die Idee kommen kann, in der von mir schon erwähnten Erklärung zur FDGO die Zukunft unserer Partei in die Hände eines politischen Gerichtes zu legen, bleibt mir rätselhaft. Der neutrale Staat ist Vergangenheit und deren Führungsriege ist eine zuverlässige Stütze der Globalisten. Ihr Ziel bleibt die maximale Schwächung, ja, die komplette Ausschaltung der AfD. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Zugeständnisse werden uns nichts bringen. Sie werden entweder als Schwäche ausgelegt oder als Camouflage, also als Tarnung. Zweitens, wir brauchen die aktive und passive Kooperation mit allen relevanten gewaltfreien Bürgerbewegungen, die eine berechtigte Regierungskritik vorbringen. Und dabei ist es völlig egal, ob diese nun gediegen bürgerlich oder hippiehaft esoterisch bis links alternativ geprägt sind. Stil- und Tonfragen sind in der prekären politischen Gesamtlage völlig sekundär, liebe Freunde.
Die neuen Bürgerbewegungen suchen nach einer parlamentarischen Vertretung. Und wer die neuesten soziologischen Untersuchungen zur Einstellung der Teilnehmer von Querdenkendemonstrationen antizipiert hat, der weiß, dass dort ein Umdenken stattfindet. Waren diese Querdenker anfangs sehr stark grün geprägt, orientieren sie sich jetzt immer mehr in Richtung AfD. Ein unglaublich großes neues Wählerpotenzial könnte sich da auftun. Wie gesagt, man sucht dort nach einer parlamentarischen Vertretung. Ich gehe nicht davon aus, dass die Querdenker Partei werden wollen, weil sie damit ihren Bewegungscharakter zerstören würden, was nicht klug wäre. Sie suchen nach einer parlamentarischen Vertretung und wir als AfD sollten uns als parlamentarische Vertretung anbieten. Und drittens und letztens, wir brauchen einen strikten Zusammenhalt. Wir müssen unsere inhaltliche Spannbreite betonen. Ich habe das stets gemacht. Die meisten wissen, wo ich stehe. Ich habe viele Reden in den letzten fast 8 Jahren gehalten, in denen ich mich inhaltlich positioniert habe. Kaum einer ist so klar verortet wie meine Person. Aber trotzdem habe ich immer die Breite der AfD betont als zukünftiger Volkspartei. Ich habe immer gesagt, soziale, freiheitliche und konservative Mitstreiter und Elemente haben natürlich Platz in dieser neuen kommenden Volkspartei. Eine ideologisch einseitige Fixierung darf es nicht geben, inhaltlich programmatische Konflikte. Und wir haben das in der 3-jährigen Diskussion um den Leitantrag so hervorragend unter Beweis gestellt. Die müssen hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden. Anwürfe des Establishments dürfen nicht von der Parteiführung aufgenommen und schlimmstenfalls noch gegen innerparteiliche Gegner in Stellung gebracht werden. Im Gegenteil, sie sind konsequent und energisch zurückzuweisen. Liebe Freunde, ich werde oft gefragt, was wäre, wenn die AfD dieses Land regieren würde? Das ist zwar noch kein aktuelles Thema, kann aber vielleicht schneller aktuell werden, als wir denken. Aber eine Antwort will ich abschließend doch geben. Ich will auf jeden Fall nicht ausweichen. Ich sehe für uns als AfD in Regierungsverantwortung 2 große Stoßrichtungen. Erstens, wir beenden die großen Ideologieprojekte von der EU-Integration bis zur Multikulturalisierung. Mit uns in der Regierung kehrt Maß und Mitte und der gesunde Menschenverstand in die Politik zurück. Und zweitens, wir beenden die demokratiegefährdenden Einflussnahmen von superreichen Strippenzieher und NGOs. Der Staat wird aus den Fängen der Parteien und Lobbyinteressen befreit. Er wird wieder eine neutrale Institution des Gemeinwohls. Mit uns werden Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung des Volkes wiederhergestellt werden. Liebe Freunde, wir leben in einer historischen Schleusenzeit. Am Ende dieser Schleusenzeit kann eine mehr oder weniger smarte Diktatur der Globalisten stehen oder eine Welt freier und selbstbestimmter Menschen und Völker. Wir wissen, die Zukunft Deutschlands hängt an einem seidenen Faden. Scheitern wir als AfD, dann reißt vielleicht dieser Faden. Deswegen habe ich die AfD auch mal als letzte evolutionäre Chance für Deutschland bezeichnet. Dieser Verantwortung müssen wir uns alle, vom einfachen Mitglied bis zum Bundessprecher, stets bewusst sein. Ich appelliere an alle Parteifreunde, halten wir zusammen gegen die Anfeinde und Angriffe der etablierten Kräfte. Wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen, liebe Freunde, dann wird aus dem seidenen Faden in Bälde ein Tau und aus dem Tau ein Stahlseil, das man nicht mehr zerreißen kann. Oder anders ausgedrückt, das, liebe Freunde, ist ein einzelner Finger. Den kann man brechen, aber 5 Finger sind eine Faust. Die bricht niemand. Es lebe Westfalen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa. Ich danke euch.
Was macht diese Rede so besonders, dass ich sie hier reposte? Zunächst ist zu sagen, es gibt sehr viele gute Reden, leider kann ich nicht alle sehen. Diese Rede unterscheidet sich aber von den meisten Reden noch einmal deutlich, indem sie das Unrecht, das der AfD widerfährt, zentral in den Mittelpunkt rückt. Das ist in der Vergangenheit viel zu wenig geschehen. Das hat vielleicht unterschiedliche Gründe. Viele AfDler empfinden es vielleicht als Jammerei, sich zu beschweren über Unrecht, dass man über etwas wehklagt. Man möchte der harte Soldat sein. Es geht dabei aber nicht um einen selbst, sondern es geht darum, die Bevölkerung aufzuklären. Wenn man sich nicht beschwert über das, was einem widerfährt, so wie es in Talkshows oft der Fall ist, wie letztens Skopalla, wenn man sich nicht explizit darüber beschwert, natürlich bekommen es die Leute mit, dass es passiert, aber wenn man sich nicht darüber beschwert, dann denken die Leute, es hat seine Berechtigung. Man muss ganz klar den Standpunkt nach außen setzen, es hat keine Berechtigung. Uns widerfährt Unrecht und wir drücken das ganz stark aus, dass uns Unrecht widerfährt. Das ist ganz wichtig. So macht es ja auch Donald Trump mit der Anfechtung der Wahl. Er macht jetzt hier ganz deutlich, das ist Unrecht. Und die Altmedien probieren das ja so wegzudrücken. Ja, der redet. Aber je länger Donald Trump darauf beharrt, desto mehr wird der Bevölkerung die Dimension bewusst. Umso mehr rückt in ihnen empor, was hier gerade passiert. Und genauso ist es mit der AfD. Was seit 2013 schon passiert ist, wie mit der AfD umgegangen wurde, das ist unfassbar. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und es ist wichtig und richtig, die eigenen Leute darauf einzustellen, dass man nicht so tut, es wäre alles normal und man müsste sich ein bisschen disziplinieren und dann ist alles gut. Nein, sondern es ist wichtig, dass man die Leute darauf einstimmt, was sie erwartet. Dass man hier kämpfen muss. Und dass einem der Krieg erklärt wurde. Genauso ist es. Warum auch immer, wir haben uns das nicht ausgesucht. Aber diese Linken, eigentlich auch schon viel früher, nur hat man es nicht so bemerkt, haben den Konservativen den Krieg erklärt. Machen sie systematisch schlecht und gehen dabei immer weiter. Schon in den 90ern war die Art und Weise, wie Konservative hingestellt wurden für Positionen, wie sie geframed wurden, das war hochaggressiv und nicht in Ordnung. Das hat man dann alles noch unter freier Meinungsäußerung abgetan. Aber jetzt mit der AfD, seit den 2010er Jahren, mit dem Populismusbegriff, hat es nochmal eine ganz andere Dimension angenommen. Und allein dieser Populismusbegriff, ganz viele in der AfD haben es unterschätzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Björn Höcke es jetzt hier ausdrückt. Dazu ist es aus meiner Sicht immer eine Wonne, Björn Höcke zuzuhören. Er drückt sich sehr gewählt aus und findet aus meiner Sicht immer die passende Beschreibung für die Dinge. Und es ist lehrreich, ihm zuzuhören. Mir persönlich hat auch sehr gefallen, wie er sich gegenüber Querdenken geäußert hat und wie er an die Einigkeit appelliert hat. Wahrscheinlich haben die Linken schon lange verstanden, dass Höcke eine ganz wichtige Person ist. Und deswegen greifen sie ihn wahrscheinlich auch so massiv an. Bei der Recherche für das Video, wo und warum diese Veranstaltung war, bin ich auf einen Artikel vom Westfalenblatt gestoßen. Ich lese einmal den Text im Wortlaut vor. Mich persönlich hat er wieder einmal fassungslos gemacht, obwohl ich einiges gewöhnt bin. Lautstarker Protest gegen Höcke-Auftritt in Höxter. Höxter. Gegen den Auftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke haben am Samstag in Höxter nach Angaben der Polizei rund 750 Menschen demonstriert. Unter dem Motto Höxter zeigt sich, nie wieder Faschismus, begleiteten Vertreter von Parteien, Kirchengemeinden und andere Gruppen eine Veranstaltung des AfD-Kreisverbandes Höxter zum Jahresausklang mit viel Lärm. Höcke hielt eine Rede vor rund 140 Zuhörern in der Stadthalle. Der Protest mit Rasseln, Holzlatten und Kochgeschirr blieb friedlich. Ein gutes Dutzend Redner sprach sich für ein weltoffenes und tolerantes Höxter aus. Deutliche Worte gegen Höcke und die AfD fand der Fraktionschef der UWG im Höxteraner Stadtrat, Georg Heiseke. Er nannte die AfD eine bösartige Minderheit. Es sei ungeheuerlich, dass Höcke Höxter heimsuche. Eigentlich sollten wir ihn verjagen, sagte Heiseke. Er ruft hier also schon eigentlich zur Gewalt auf. Beeindruckt von Höxter. Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann zeigte sich im Gespräch mit dem Westfalenblatt stolz auf seine Stadt. Die große Resonanz auf den Aufruf zur Mahnwache sei der helle Wahnsinn.
Er selbst sehe es als erster Bürger der Stadt als seine Pflicht an, gegen rechte Hetze auf die Straße zu gehen. Hartmann berichtete von AfD-Anhängern, die den Hitlergruß gezeigt hätten. Wenn ich so etwas sehe, wird mir schlecht. Der evangelische Pfarrer Tim Wendorf twitterte am Samstagabend: Bin beeindruckt, wie viele Menschen in Höxter zivilisiert und unter Beachtung aller Regeln trotz Kälte und Pandemie demonstrieren gegen Hass und Faschismus. Auffällig ist, dass weder das Westfalenblatt noch der Bürgermeister den Verdacht einer False-Flag-Aktion von Antifanten hegen, wie es in Leipzig und an unzähligen anderen Orten bereits dokumentiert wurde, sondern dass sie es sozusagen als Fakt hinstellen, dass es AfD-Wähler waren. Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass es nicht AfD-Wähler waren, sondern dass es Leute waren, die die AfD gezielt in den Dreck ziehen wollten. Allein dieses Beispiel zeigt aus meiner Sicht, wie wichtig es war von Björn Höcke, diese Dinge anzusprechen. Was aus meiner Sicht noch gefehlt hat, weswegen ich persönlich auch diesen Kanal gegründet habe, ist immer noch die Unterschätzung, dass es nur eine Elite ist. Sondern es ist in Wahrheit schlimmer. In Wahrheit ist es ein Teil der Bevölkerung. Ich schätze mal 15-20%, was sehr viel ist. Die hochgradig aggressiv sind und die zu allem bereit sind, auch Zivilisation fallen zu lassen. Diese Leute, diese Linken, sind es, die die Medien unterwandert haben in den letzten 30, 40 Jahren. Das geht nicht innerhalb von 10 Jahren, sondern sie haben die Medien dominiert und haben jetzt die anderen vollständig verdrängt. Sie sind vorgedrungen in die Altmedien, in die Altparteien und haben dort jetzt die Kontrolle übernommen. Was kann man gegen diese Leute machen? Oder wie kann man sie zur Umkehr bewegen? Sie probieren zu täuschen. Sie möchten provozieren, dass man sie für dumm hält. Und darauf sind die AfDler jahrelang hineingefallen. Ich lese es auch immer wieder unter Videos, jetzt weniger bei mir, aber anderswo, die dummen Linken. Diese Leute verstehen nicht, dass das nicht dumm ist, sondern dass es gezielte Hetze ist, unter dem Alibi der Dummheit. Das heißt, zur Not ziehen sie sich auf die Dummheit zurück, sodass sie sagen können, ich habe es ja halt nicht besser gewusst, ich dachte tatsächlich, die AfDler wären alle vollkommen rechtsextremistisch. Ich habe es nicht besser gewusst, stand ja in den Medien. Ich war halt nicht gut genug informiert. Wenn man diese Leute als dumm bezeichnet, dann gibt man ihnen das Signal, dass sie kein Risiko haben. Dass sie nie für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden, weil im Zweifel waren sie halt immer dumm. Und genauso ist es das Problem bei vielen AfD-Reden oder auch bei Auftritten in der Öffentlichkeit, dass AfDler immer so tun, als wäre die Situation normal. Die Situation ist aber nicht normal. Das heißt, wenn jetzt ein Tino Chrupalla oder andere in Talkshows gehen und so tun, als wäre nichts gewesen, oder sich interviewen lassen und tun so, als wäre nichts gewesen, die ganzen Leute wissen ja in den Talkshows, wie über die AfD geredet wird, wie mit der AfD umgegangen wird. Wenn jetzt Chrupalla so tut, es ist alles in Ordnung, dann signalisiert er, es ist okay, wie mit mir umgegangen wird, wie mit der AfD umgegangen wird. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Schritt, so wie Björn Höcke es gemacht hat, dieses Unrecht zu benennen. Und man muss es eigentlich permanent benennen. In Talkshows, bei jedem öffentlichen Auftritt, ist es erste Pflicht, darauf aufmerksam zu machen. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr die Rede fandet, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Für alle Spenden auf meinem Kanal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie helfen dabei, den Kanal am Leben zu erhalten. Wie gesagt, spendet auch gerne an Compact, die diese Rede übertragen haben und wodurch wir in den Genuss dieser Rede kommen konnten. Sobald es relevante Neuigkeiten gibt im Klageverfahren wegen meiner Strikes, gebe ich Bescheid. Macht's gut!